Leseliebe Buchparty. Hallo und herzlich willkommen zur Leseliebe Buchparty. Gemeinsam wollen wir hier die faszinierende Welt der Kinderbücher entdecken. Und heute geht es um eine Schule, um eine ganz, ganz, ganz besondere Schule. Denn diese Schule birgt ein Geheimnis. Wer Glück hat, kann an dieser Schule den besten Freund finden, den es auf der Welt gibt. Na, habt ihr schon eine Idee, um welche Schule es sich handelt? Genau, es geht um die Schule der magischen Tiere. Die Buchreihe und auch die Filme, die Schule der magischen Tiere, sind inzwischen so beliebt und so bekannt, dass wirklich etliche Kinder sie einfach nur lieben. Buch! Party! Ich habe ja heute hier die liebe Greta, die Lara, den Ben und Emma. Schön, dass ihr da seid. Schön, ja, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Es geht ja um eine ganz tolle Buchreihe. Die Schule der magischen Tiere. Die Schule der magischen Tiere. Hier wird gelacht und gequakt und gebellt. Ich habe gehört, ihr seid alle richtig große Fans. Was findet ihr so toll an der Schule der magischen Tiere? Ich finde das cool mit den magischen Tieren, also dass es die gibt, weil das sind irgendwie so Helfer fürs Leben. Ja, ich hätte auch gerne ein magisches Tier, aber leider gibt es die ja nicht in echt. Und deswegen, immer wenn ich das lese, dann versinke ich so richtig da rein. Mal sprechen wir mit anderen über das magische Tier. Die magische Zoohandlung ist streng geheim. So soll's für immer und ewig sein. Ich finde es auch ziemlich cool, dass sie mit den magischen Tieren, dass man halt immer einen Gefährten an der Seite hat. Zum Beispiel, wenn man auch mal in meiner Mathearbeit oder sowas nicht weiter weiß, dann hilft einem, glaube ich, auch mal ein magisches Tier. Und dass sie sich auch versteigern können vor den Erwachsenen oder den Fremden. Genau, dass die dann so ein bisschen versteckt bleiben, ne? Da kommt jemand! Die Vorstellung ist einfach richtig cool. Also ich würde mir auch echt sehr doll wünschen, dass es sowas in echt gibt. Aber leider gibt es sowas nicht. Und ich finde auch Miss Kornfield, die Lehrerin, richtig schön. Was findest du an der so cool? Also ich finde, die hat einfach auch einen coolen Look, so wie sie immer beschrieben wird. Sie hat immer so coole Ideen und macht mal so richtig schöne Sachen mit der Klasse. Ich glaube, Miss Kornfield ist sehr streng und trotzdem sehr lieb. Und ich glaube, sie guckt immer so. Wenn ich ein Schule der magischen Tiere Buch aufklappe, ist es so ein bisschen, als ob ich so der Theatervorhang aufgeht, weil man taucht da richtig rein. Das ist richtig gut geschrieben. Ist das der neue Band? Ja, ich glaube schon, genau. Welcher? Nee, der da oben. Nee, der. Ach du Schreck. Vielleicht holt ihr euch jeder mal so euren Lieblingsband. Ach so, mein Lieblingsband. Der erste. Der erste? Ja. Ja, hier ist er. Hat jeder sein? Ja. Warum ist das dein Lieblingsband? Ich habe ja auch zwei Kater und da kommt ja auch Karafian vor und der sieht ein bisschen aus wie mein Kater. Mon Dieu. Ich finde die Story auch richtig gut. Das ist magisch. Ich fühle mich, als ob ich mittendrin wäre, als ob das vor meiner Nase passieren würde. Das hier ist mein Lieblingsband, weil ich in diese Welten von die Schule der magischen Tiere eintauchen kann. Was hast du denn da? Hier, Silas und Rick, Englisch Ferien. Das finde ich cool, weil Silas und Rick dann in so ein Camp fahren und da richtig abenteuerlustig sind. Bin da halt auch und deswegen finde ich den Band halt richtig cool. Also ich habe den ersten Band. Ich finde den am besten, weil da irgendwie so alles richtig losgeht. Da lernt man auch alle Charaktere kennen. Da werden halt auch die ersten magischen Tiere vergeben. Und genau, da will man immer weiter herausfinden, wer das nächste magische Tier bekommt. Ich habe den Hin und Weg, den Band. Und ich mag das sehr gerne, weil ich finde halt Madonna sehr süß. Was Madonna ist das Meerschweinchen, das Anthony bekommt. Und ich finde es sehr spannend, wie er es Madonna die ganze Zeit probiert, Anthony zu gefallen. Aber der will sie irgendwie gar nicht haben, weil er halt so ein Fußballding hat, ein wichtiges. Und das will er halt unbedingt gewinnen. Und er findet halt, dass Madonna irgendwie nervt. Ich finde, es ist sehr spannend, das Buch, aber auch lustig. Und in dem Buch tut mir manchmal Madonna auch sehr drin leid. Wann habt ihr denn angefangen, die Schule der magischen Tiere zu lesen? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ich glaube... Wir haben das, glaube ich, zusammen angefangen. Ja, wir haben das zusammen angefangen, da war ich irgendwie so... Vier oder so? Vier, genau, vier. Und ich war und da, glaube ich, erste, zweite Klasse so. Und dann... haben wir immer so gesagt, ja, bitte noch weiter, bitte noch weiter. Das war einer meiner ersten Bücher. Und da habe ich das auch schon so Anfang erste Klasse gelesen. Die Schrift ist auch nicht zu klein oder zu groß. Genau, und da gibt es halt leichte Worte und nicht irgendwie so ganz komplizierte. Hat es Plopp gemacht mehr. Und dann wollte man Ja, genau.
Nächster Band. Ja. Oder dann war irgendwann die Reihe zu Ende und hat man halt nur auf ein nächstes Buch gehofft. Ja. Oder man liest halt die Endlich-Ferienbände dann nochmal. Mhm. Richtig, bitte, bitte, dann kommt das nächste. Ja. Wir waren jetzt ja 3 Wochen mit unserem Wohnmobil unterwegs. Da auf einer Fahrt war mir öde und dann habe ich tatsächlich nachgemalt, irgendwie einen Greifvogel halt so da rein. Das heißt, diese Bilder sind auch cool so, dass man das mal vielleicht nachmalen genau, will? Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Die Illustratorin von all diesen Büchern, ja, ne, die Nina Dolek, die hat jetzt tatsächlich ein Zeichenbuch rausgebracht, mit dem wir alle letztlich lernen können, wie man solche Tiere oder auch die Menschen richtig gut zeichnen kann. Hier ist Pepperoni. Wo ist Pepperoni? Das ist lustig. Cool, guck mal. Zeig ich mal. Das ist echt cool, ja, gerade wenn ihr alle sagt, so, ihr zeichnet das auch voll gerne nach, weil die sind ja auch wirklich schön. Oh, stimmt. Kann man das tatsächlich ganz gut üben. Am Anfang denkt man irgendwie so, wenn man nur so ein paar Striche macht und so, wie in diesem Block hier, dann sieht das so aus bei ein paar Strichen. Am Anfang denkt man da halt so, ja, das wird doch safe nicht ein Flamingo. Ich fange mal mit so Grundformen an, ne? Genau, so irgendwie. So Kreisen. Genau. So einen runden Kreis machen, dann so und dann weiß man gar nicht, was das als erstes wird. Aber dann merkt man das schon ein bisschen, dass es dann ein Eisbär wird. Zum Beispiel irgendwie so beim Pferd so einen Umriss zu malen, dann ist das irgendwie viel schwerer. Ja, also die Beine zu kurz oder so. Also ich kann das wirklich auch gar keinen. Ist das Pferd zu dick oder genau, zu dünn? Genau. Oder der Schwanz. Oder manchmal ist es bei mir auch so eine ganz lange Wurst. Genau. Eher aus wie ein Dackel als ein Pferd, genau, am Ende. Genau. Es sind ja auch wahnsinnig viele Charaktere, ne? Und dann auch, oh ja, noch die ganzen Tiere und immer wieder kommen neue dazu und so. Vielleicht können wir einfach mal ganz wild. Jeder ruft rein, was er weiß. Ida hat den Fuchs Rabat. Helene hat Kater Karia. Mhm. Benny hat die Schildkröte Henrietta. Eddie hat die Fledermaus Eugenia. Es gibt jetzt eine Sammlung von Die Schule der magischen Tiere, nämlich das gesammelte Tierwissen. Dieses hier, ne? Genau, hol's mal gerne höher. Genau. Da kann man da steht immer, wer woher kommt. Genau. Cool. Da kann man nämlich ganz viel über die Tiere erfahren. Könnt ihr mal gucken? Ist das irgendwie neu oder so? Mhm. Am Anfang ist hier eine Karte. Und da sieht man auch überall die magischen Tiere. Und das finde ich richtig faszinierend. Und die Elster zielen Ashanti und Pinky auch dazu. Und die aus der Zoohandlung, also Möwen, ja, und so. Wo ist, ach so, da. Ja, und hier steht dann irgendwie so alles darüber. Genau, da steht natürlich auch richtige Infos, ne, zu, ja, dem, ja, Tier. Weil die Tiere gibt es ja auch. Zwar nicht magisch, aber die gibt es, ja, ja, schon. Genau, und wo es herkommt, ne, wie es sich verhält. Das Cover ist denen auch super gelungen. Da ist ein Mix aus den magischen Tieren, die Zeichnungen und auch von den echten. Welche Eigenschaften sollten eure magischen Tiere denn haben? Also bei mir könnte es helfen, wenn ich sauer bin, dass ich dann, dass mir das magische Tier dann irgendwie immer sagt, was ich machen soll und so. Weil da kann ich da irgendwie nicht so richtig denken, was ich jetzt in Wirklichkeit gemacht hätte. Da bin ich irgendwie in so einem Tunnel einfach so bam. Mein Tier sollte noch helfen, halt wenn ich irgendwie traurig bin, wenn es mir nicht gut geht. Und dann zum Beispiel Sachen sagen, die mir wieder helfen, dass ich wieder fröhlich werde. Und ich würde auch gerne mit meinen magischen Tieren irgendwie viel spielen und toben so. Also ich hätte gerne die Wölfin Silber. Also ich finde einfach, sie weiß doch nicht so viel bei den Menschen. Das finde ich interessant. Und ich finde es einfach schön, dass sie noch so wild ist. Also das ist ja einer meiner Kater und ja, und er heißt Hubi. Aber es gibt halt ganz verschiedene Namen für ihn, wie Hubert, Hubi, Hubabuba, Hubi, Bubert. Und wie lange ist Hubi, Hubabuba, Bubi in deinem Besitz schon? Es war mit 9. Ich habe Rocky, das kommt von den Rocky Mountain. Das ist mein Kuscheltier, mit denen schlafe ich jede Nacht zusammen und wir stellen es dann halt auch immer vor, wenn wir in die Berge fahren oder dass er halt in den Bergen wohnt. Dann ist Rocky ja schon auch so ein bisschen dein magischer Tierfreund. Genau. Ich habe eine Fledermaus, der ist Blackie. Ich habe die, glaube ich, mir schon seit ich 6 bin und ich mag einfach Fledermäuse auch richtig gern, weil ich finde die auch irgendwie faszinierend. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist eher so ein ungewöhnliches Kuscheltier, ne? Also Blackie wäre wild, treu und lieb. Ich hatte auch früher ein Kuscheltier, das war Paulina, das war ein schwarzer Panther. Dann hatte ich mal eine Phase, da habe ich gedacht, dass alle meine Kuscheltiere nachts lebendig werden. Oh, das hatte ich auch. Hattest du das auch? Ja, ich auch. Wenn ich gerade beim Einschlafen bin, wenn es schon dunkel ist, dann blinze ich manchmal so und gucke. Aber ich denke irgendwie immer so in der Nacht, dass sie sich irgendwie so bewegen und dann irgendwie immer, wenn ich hingucke, ganz schnell wieder versteinern.
Es freut mich sehr, dass ihr das auch hattet, dass die Tiere auch lebendig werden. Und irgendwie können sie das ja auch, ne? In unserer Fantasie. Und aus sowas entstehen dann auch diese wunderschönen Bücher zum Beispiel, ne? Wo die Tiere magisch sind. Ich danke euch sehr, sehr. Das war unsere Buchparty! Buchparty! Ich hatte sehr viel Spaß und fand es super spannend hier mit meinen Expertinnen und Experten von Die Schule der magischen Tiere. Wenn ihr die Buchreihe kennenlernen wollt, dann empfehle ich euch, mit dem ersten Band anzufangen. Und falls ihr schon richtige Fans seid und noch mehr Experten oder Expertinnen werden wollt, dann gibt es natürlich auch hier zum Beispiel Mr. Morrisons gesammeltes Tierwissen. Oder aber ihr versucht euch im Selberzeichnen von den magischen Tieren. Ich wünsche euch bei allem ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Fantasie. In der Buchreihe bringt ja Mr. Morrison die magischen Tiere. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, bis ihr ausgewählt wurdet für ein magisches Tier, haben wir eine mega Idee für euch. Und zwar könnt ihr euch eure magischen Tiere oder auch euren Lieblingscharakter als Magnet basteln. Dafür gibt es hier so Vorlagen. Da sind alle möglichen drauf. Ne? Wir schneiden das dann aus und haben hier solche Glasperlen. Da kleben wir dann die Figur, die ihr euch ausgesucht habt, einfach hinten drauf. Und dann kleben wir noch einen Magneten drauf und fertig. Cool. Dann sieht das Ganze nämlich so aus zum Beispiel. Ich nehme, glaube ich, als erstes Sydney. Danke. Ich werde nochmal Leander. Ja, Leopard. Und am besten machen wir das mit so einem Alleskleber. Bisschen vorsichtig, ne? Weil kennt ihr bestimmt, die Alleskleber? Kleben hält alles fest. Ja. Die Kleber auf die Perle und dann zu den besten Ausschnitt. Dann guckst du es. So? Ja. Mhm. So cool, weil die sich so vergrößern. Ja. Ne? So eine Lupe. So. Magnet drauf und fertig. Da ist er. Toffee als Magnet. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, euch die magischen Tiere als Magneten nach Hause zu holen, dann könnt ihr euch diese Vorlagen hier auf Leseliebe runterladen, ausschneiden, eure Lieblingstiere oder auch die Charaktere als Magneten basteln und dann habt ihr sie alle bei euch. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Buch. Party.